Besuchen Sie heute mit mir die Stadt Zobten, die östlich des Zobtenberges liegt. Auf der Verbindung Schweidnitz-Breslau liegt Zobten ungefähr in der Mitte. Sie sehen den Ausschnitt einer alten schlesischen Karte und da ist Zobten am rechten Bildrand. Und nun eine Aufnahme des Zobten mit den Dörfern, die sich rings um den Heiligen Berg der Schlesier anordnen. Zobten liegt oben rechts. Sehen Sie nun den Film von Wojciech Jaworski über die Stadt Zobten, die mit einer Drohnenkamera gemacht worden ist. Im Zentrum der Stadt liegt die St. Jakobuskirche, die wir hier sehr schön abgebildet sehen. Am Eingang dieser Kirche waren vor einiger Zeit noch sogenannten Zobtener Löwen eingemauert. Diese sind jetzt allerdings auf dem Berg, auf dem Zobten installiert bzw. aufgestellt worden. Hier können wir sehr schön sehen, in welch herrliche Landschaft die Stadt Zobten eingebettet ist. Sie liegt östlich des Zobtenberges. Hier haben wir eine Sicht in etwa nach Süden und die Kamera zeigt uns die niederschlesische Ebene, die sich sehr weit nach Osten hin verlagert. Normalerweise kann man hier am Horizont auch die Metropole Schlesiens, also die Hauptstadt Breslau, erkennen. Auch umgekehrt kann man von Breslau aus, wenn man etwas höheren Standort hat, auch den Zobten sehen. Davon gibt es in meinen Filmen auch einige Aufnahmen. In meinen beiden Büchern habe ich ausführlich über den Berg Zobten und auch über die Stadt Zobten berichtet. Wer mehr davon erfahren möchte, kann gern bei mir die Bücher bestellen. Zobten wurde etwa 1221 als deutscher Ort gegründet. Sie hat den ältesten bezeugten Markt Schlesiens überhaupt. Dieser ist 1148 belegt. Es ist eine Straßenstadt mit unregelmäßigem dreieckigem Ring. Das Rathaus ist aus dem Jahre 1730, die Pfarrkirche St. Jakobus, eine spätgotische Anlage auf alten Fundamenten von 1200. Die Innenausstatt der Stadt ist barock, wurde aber sehr zerstört. Die Annakirche aus dem 14. bis 16. Jahrhundert ist eine spätgotische Kirche und die älteste Kirche in Zobten. In und um Zobten befinden sich eine Reihe alter Steinplastiken und Grenzsteine, die von jeher die Wissenschaft beschäftigt haben. Die sogenannten Zobtener Löwen sind romanische Löwen, wie man sie auch in Regensburg am Schottenportal in Bamberg und in anderen frühmittelalterlichen Kirchen findet. Das Rätsel ist aber noch nicht gelöst. Daneben gibt es 6 Gabbro-Kreuzsteine, die sogenannten Mönche in Zobten und Großmonau, bei denen es sich möglicherweise um alte Grenzsteine aus der Zeit von Peter Vlast handelt. Der sogenannte Peterstein, auch Jungfrau mit Fisch genannt, der Bär
und Tierkopf sind weitere vor- und frühgeschichtliche Plastiken, deren Herkunft umstritten ist. Die Stadt und der Berg Zobten sind und waren immer ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet für die Breslauer Bevölkerung. Hier haben wir einen schönen Blick auf den Mittelberg, auf dem auch ein Bismarck-Denkmal ist. Hier noch einmal der typische Ring in der Stadt Zobten. Zwischen Zobten und dem Mittelberg ist ein sehr großer Parkplatz angelegt, auf denen die vielen Besucher ihre PKWs abstellen, um dann auf den Zobten zu wandern. In der Nähe des Parkplatzes ist ein sehr interessantes Sporthotel, dessen Besuch wir aus Erfahrung nur empfehlen können. Nun nochmal einen Blick über die St. Jakobuskirche hinüber zum Gipfel des Zobtens. Und so verabschieden wir uns von einem der schönsten Kleinstädte Schlesiens, der Stadt Zobten, mit einem Blick in die fruchtbare niederschlesische Ebene, die sich weit nach Osten hinter der Oder erstreckt. Glück auf, Heimat Schlesien!